wir machen mit den Teilen. Also ich weiß, dass der Crossbow auf eine 2er kein One-Hit mehr ist. Der zieht eine Hälfte des Lebens. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das wird so schwierig, damit zu gewinnen. Na gut, wir können uns durchstealthen bis zum Ende. Oh, und dann sterben wahrscheinlich. Wir müssen viel mit Fallen spielen. Wenn wir in ein Haus reingehen, lassen wir einfach alle Türen offen und hocken trotzdem einfach irgendwo rein. Unten, ja. Okay. Dann finden wir alles, was wir brauchen. Dann finden wir wirklich alles, was wir brauchen. Ich bin so eine verkackte Fliege, das geht immer auf dem Bildschirm. Fick dich, Fliege. Fick deine Generationen. Fick deine Fliegefreunde. Fick einfach alles an dir. Jetzt fick dich, Fliege. Ich hol dir die Fliegenklatsche. Warum hast du denn so schlecht geschlafen? Ja, irgendwie, ich habe noch gelesen bis 3 Uhr und ja, ich habe einfach ein bisschen Rücken. Also ich muss nur Sport machen. Na, ich habe auch YouTube-Videos noch gesehen gestern Abend. Auf dem Handy ein paar. Top 10 sehe ich immer ganz gerne. Ja, langsam alles durch. Oh, habe ich noch ein bisschen Hörbuch gehört und dann bin ich dabei eingeschlafen. Aber wenn ich erstmal schlafe, schlafe ich ganz schön tief. Also wenn ich einschlafe, dann schlafe ich auf jeden Fall meistens durch bis zum nächsten Morgen oder die Katze geht mir auf die Eier oder sonst irgendwas, aber ansonsten schlafe ich durch. Eigentlich wollte ich auch aufnehmen, aber es geht nicht. Hier, nehmen wir gelb. Oh, ich hoffe, ich finde jetzt einen Crossbow. Ja. Und ich wette jetzt, wo wir... Da hat schon einer einen Crossbow und hat einen auch einen getötet. Ich wette jetzt... Was? Eifersucht. Ich wette jetzt, wo wir so spielen, ne, finden wir die geilsten, den geilsten Scheiß. Wir lassen dir alles kniffen, alles kann nicht gehen. Mach ich auch. Ich nehme nichts mit, ich nehme nur eine Pistole mit. Okay, also ich habe ja nur ein T-Shirt gefunden. M416 mit 90 Schuss. In der ersten Hütte. Dreier Rucksack. Nein, nimm die 90 Schuss mit und schmeiß die irgendwo anders hin. Okay. Nicht, dass hinter uns ein Random herkommt, dann die Schuss nimmt. Zweier Rucksack, was soll ich mit dem Zweierscope? Damit kann ich gar nichts anfangen, ne? Nein. Mit Griffen auch nicht. Ich habe schon mal eine Handgranate, also ich kann mich schon mal verteidigen. Ja, oh ja, auch. Eine Glock? Eine Glock? Ja! Yeah! Hab gleich eine gute gekriegt. So, 105 also, Schuss. Eigentlich hab ich gerade schon das Doom-Loot. Ich hab Zweier-Stuff, Dreier-Rucksack. Da ich bin schon ganz gut unterwegs gerade. Ich hätte hier SKS und so einen Scheiß gehabt. Ja, jetzt hab ich die Glock. Ist auch nicht so schlecht. Die Runde eigentlich mit auf? Ja, ich nehme ihn gerade auf, ja. Ja, also die Pistolrunden werde ich immer alle mit aufnehmen. Mal gucken, wie die so werden. Oh, ich brauche einen Rotpunkt. Ich bin durch mit meinem Haus. Auch SKS. Ja, ich bin auch durch. Schade, war kein Crossbow dabei. Okay, suchen wir weiter nach dem Crossbow. Ja, das Haus hier unten noch mit? Schade, ist der Crossbow... Nee, tun wir nicht. Gleich die oben. Hey, warum ist der Crossbow so selten? Weil er so OP ist. Der ist gar nicht OP. Bald ich einen ausnocke, ne? Ich schieße ihn sofort tot. Ich hab noch ein erweitertes Magazin gebaut für meine Glock. Aber meine Glock habe ich jetzt erstmal auf Einzelfeuer. Die spiele ich nur im Nahkampf Dauerfeuer. Ja. Wenn notwendig ist. Ich weiß zufällig, dass wenn wir in den Büschen sind und man uns übersehen sollte, doch aus irgendwelchen Gründen die Glock mit Autofeuer, die ist extrem doll mächtig, wenn du damit rankommst. Auch im Einzelschuss habe ich da welche mit weggeholt, die schon besseres Stuff hatten. Glock ist aber immer schwächer als Uzi oder OMP, gell? Ja, oder als M1911 im Einzelfeuer. Oh, ich habe eben vergessen, die Flash mitzunehmen, weil Blindgranaten will ich auch. Ich will alle Granaten will ich haben. In mehrfacher Ausführung. Ich werde so viele Blendgranaten mit dem Feind rumschmeißen, dass er einfach geflasht sein muss und dann auf ihn losrushen. Übrigens, ich finde Captain Phasma, Phasma, das heißt ultra scheiße. Hä, wer? Hä? Was? Worum? Die Glitzerrüstung, dieser Stormtrooper ist ja Glitzerrüstung. Und da war es da, Captain Phasma, Phasma. Hier ist er im 1911, hast du schon eine? Ich hab schon eine, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit dem neuen Trailer jetzt noch nicht intensiver beschäftigt. Kam doch beim siebten Film auch schon vor. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer unter dieser Uniform sein soll. Oder was? Ich glaube, es ist eine Frau, glaube ich, drunter. Ja? Lass den P92 mit 9mm liegen. Würde auf jeden Fall passen. Ja, 9mm habe ich schon, 140. Achso, ja, okay.
Ich habe nur eine Rauchgranate bisher gefunden. Was ist hier los? Ich reloote jetzt deinen Scheiß. Ich hol mir die Rauchgranaten hier raus. Hey. Soll ich die Munition wegfacken? Naja, MP habe ich nicht unbedingt alles genommen. Okay, wollen wir weiter? Hast du einen Rotpunkt irgendwo noch? Ja, habe ich. Für meine Waffe nur. Hm. Ich brauche noch ein erweitertes und einen Schalldämpfer. Wieso rennst du hier schon mit zwei weißen Zeilen rum? Nee, habe ich auch noch nicht. Erweitertes habe ich schon drin bei mir. Ja, also ich hätte, wenn wir uns die Gnade nicht machen, wird es schneller aus der Luft. Oh, was soll der Scheiß? Ja, dafür habe ich dir eben was ganz Cooles gemobst. Was denn? Ja, dieses Crossbow-Stück mit den blauen Dingern, was schneller nachlädt, aber was doch nicht schneller nachlädt. Wo man denkt, es lädt schneller nach, aber ich habe mal nachgeguckt, so, das tut's gar nicht. Ich weiß nicht, wo er da schneller nachlädt, aber bei mir macht das nicht. Es sind Millisekunden. Diese Nachladesache sind alle im Millisekundenbereich. Die sind also wirklich absolut lattenegal. Ja, weil bei mir hat er es halt nicht gemacht, ne? Aber wir haben beide auch schon eine Bratpfanne. Wenn wir, vielleicht können wir ja jetzt mit der Bratpfanne üben, versuchen die Kugeln wegzuschlagen irgendwie. Bing, bing. Hey, ich habe übel schlecht Medic. Ich hätte jetzt schon ein fertiges Sturmgewehr gehabt. Hier ist nur ein Mündungsfeuerdämpfer und so ein Scheiß, ne? Aber ich krieg meine Pistole nicht fertig. Und kein Medic. Und ich krieg auch keine Granaten. Ich höre ein Auto. Hinter uns. Aufschießen? Ich weiß gerade nicht, ob das so viel bringt. Nee, bringt gar nichts. Nicht auf die Reichweite. Okay, wollen wir noch runter zu den Ruinen? Eine Autostraße. Ja, machen wir das. Oh, der Schalldämpfer und Rotpunkt ist das echt crappy. Na gut, die Noob-Filter schaffen wir wahrscheinlich noch. Ist es eigentlich normal? Ich glaube, unsere Putzkraft im Haus hat die Schlüssel zu jeder Wohnung hier. Weil meine Fußmatte liegt auf einmal drin statt draußen und die von Christina auch. Und ich glaube nicht, dass sie die reinholt. Entweder die Putzkraft schließt, währenddessen noch Leute in der Wohnung sind, die Türen auf, um die Fußmatte reinzulegen. Was ich ehrlich gesagt ganz merkwürdig finden würde. Weil wir haben einen Geländer, da kannst du überall drüber lehnen, ne? Okay. Kann ich dir auch nicht sagen. Okay, es gibt keinen Rotpunkt für dich, Dani. Scheiße. Egal. Ich hab geglaubt. Ich mach mal kurz meine Pullijacke zu. Mich friert's irgendwie schon wieder. Wie so eine Pussy. Also Internet, wenn ihr das hier seht, hört, ich bin eine Pussy. Mir ist kalt, es hat 19 Grad in meinem Zimmer und ich friere. Das weiß das Internet schon, du. Ich sehe ein Auto. Ja. Auf 240. Verdammt nochmal, warum ist hier kein Pistolenstuff? Der Prinzler war gestern gar nicht so kacke. Er hat gemeint, er hat sich schon angekündigt, er war voll mies, aber es hat alles gepasst. Er hat keinen schweren Fehler gemacht. Ich fand ihn jetzt auch nicht so scheiße. Er war nützlicher als der andere Typ, mit dem wir gestern gespielt haben. Wir sind doch in einem sicheren Haus. Warum bewegen wir uns? Warum fahren wir jetzt darüber? Ist ja so, dass das richtig ist? Ja, sicher, alles klar. Aber er hat nicht diskutiert. Er hat es mit sich machen lassen, alles. Genommen. Er wollte eigentlich dann irgendwas bestimmt, wenn wir dann sterben, sowas wie, tja, ich hab's euch ja doch gesagt. Das hat er sich auf jeden Fall gedacht, aber. Tja, sind nicht gestorben. Haben gewonnen. Noch eine Rauchgranate. Oh, der Crossbow! Fuck, ich hab dafür auch kein Visier. Egal, das ist mit dem Standardvisier sowieso besser. Oh, doch, jetzt merkt man aber gehörig was beim Nachladen mit dem Ding. Das war vorher aber nicht so. Ich bin jetzt irgendwie wie so ein Jäger. Eine Armbrust und eine Pistole, als ob ich erst das Tier erlege und dann erschieße, falls es noch lebt. Ist auch schon ein Crossbow? Nee, noch nicht. Noch eine M416, ja, ist klar. Ja, ich weiß. Mhm. Ja. Ich habe die Munition eingesackt, um die gleich wieder wegzuschmeißen. Ja, Spiel. Ja. Dann nehme ich mal Munition los. Kompensator. Millimeter. Na, AKM. Toll, also der kam jetzt schön. Irgendeiner sieht, hält er uns für behindert.
Sag mal, wenn wir umgeknallt werden, wenn wir ins Loot dann reingehen, wenn wir nichts haben. Die gucken mir schon ganz schön cool. Ich habe nur Medic mit. Was sie brauchen könnten. Sonst habe ich nichts. Hier ist noch ein Tank, den nehme ich gleich mal mit. Klar, wir looten da. Ich hole mal das Auto. Ich brauche noch eigentlich Loot. Komisch, dass ich das sage, aber ich brauche mehr als sonst immer. Oh, eine Zweierweste. Ich brauche noch meinen Schalldämpfer und du brauchst noch einen Rotpunkt, richtig? Und einen Schalldämpfer. Achso, du hast auch noch keinen, okay. Aber ich bin jetzt ein. Schuss. Hast du schon erweitertes Magazin? Ja, habe ich. Ja, ich habe 100, 105, 205 Schuss. 9 mm. Und ein Crossbow mit 10. Rotpunkt habe ich. Oh, hier ist noch eine Glock. Kannst du auch nehmen, wenn du willst. Oder bleibst du bei einem 1911? Ich glaube, ich war bei der 1911. Oh, eine 416 mit 30. Für Schuss braucht man einen Nahkampf mit der 1911. Schwer zu sagen. Kann ich dir gerade auch nicht so gut beantworten, meine ich nicht. Okay. Ich habe einen Rotpunkt gefunden für dich. Brauchst du noch eins? Ne, ich habe schon eins jetzt. Ah. Auf dem Crossbow sind Rotpunkte und sonstiges nicht zu gebrauchen. Ich bleib bei der 1911. Dann haben wir vielleicht ganz gut gemischt. Okay, also ich hätte noch im Angebot hier jede Menge Schmerzmittel und Energy. 3,6 nee, habe ich. Ich hab genug, ich habe keine Koffer. Koffer habe ich 2, da kann ich dir einen hinstellen. 25 Verbände. Okay. 5. So. Willst du welche? Nö. Nee. Jetzt 10, doch. Du nimmst jetzt okay. 10 ja, Verbände. Ist okay, ja, so. Ist es normal, dass ich mich anfange, stark in dem Auto zu fühlen? Okay, dahin irgendwo. Ich brauche immer noch den Schalldämpfer. Ich habe 5 Rauchgranaten. Wenn irgendwas ist, ne, ich schmeiß Rauch hin und wir rennen einfach weg. Ich habe auch 5. Wir könnten das ganze Feld zu Nebel mal schaffen, for fun einfach. Der Endzone dann. Alles voll. Und ich schieße dann damit mit meinem Crossbow rum. Damit der Pistole durchpushen, oder? Ja, nur durchballern. Vielleicht kriegen wir irgendwas tot, aber dann schießt er uns gegenseitig aus Versehen. Ich habe eine Blendgranate mit. Die war jetzt mehrere Male ganz schön mächtig, wenn ich die hab übersehen und mich nicht von der Decke gedreht habe. Wenn ich genügend von den Teilen habe, kann die, glaube ich, stark sein. Hey, wir hätten hier überall noch looten können. Egal, jetzt looten wir die Gebäude hier. Vielleicht ist da noch nichts. Die Tür ist schon offen oben, sehe ich das richtig? Ja. Ja, die Türen sind alle offen. Oh! Der verkackte Jeep, ey. Gut, dass wir den Stuff, nachdem wir looten, dass den uns keiner klaut. Oh, ein erweitertes Schnellwechsel für Pistolen. Ist noch eine Tür zu, der Dreierturm ist noch zu, die Tür, Dani. Aber komisch. Ja. Warte mal ein bisschen. Kuckuck. Juhu. Also ich würde zumindest meine Instinkte sagen, im Dreierturm ist noch einer. Oder ist nach hinten rausgelaufen. Sollten wir überprüfen. Die Tür ist hier offen. Ja, ist doch keiner mehr. Ist er da durch? Nee, aber die ist auf der Rückseite offen. Ich sag, da oben ist einer. Alles viel zu ruhig. So, und ich geh hoch. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Ja, ist okay. Bist nicht gestorben, oder? Nee, ich bin auch enttäuscht. Ich irgendwie nicht. So, wo wollen wir denn hin? Bleiben wir hier?
können die Treppe gut aus dem dritten Winkel da sichern, aber dann fahre ich das Auto noch ein bisschen besser hin. Auto. West. So ein Buggy. Aber nicht hierher. Ja, ein Koffer, nice. Ich tanke nochmal schnell das Auto voll, dann kann ich den Koffer auch nehmen. Oh, ist mir kalt. Ja, ich würde gerade auf die dunkle Seite der Macht wechseln, wenn ich eine Heizung bekommen würde von Supreme Leader Snoke. Was? 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 Du dumme Idee für eine Heizung, ist echt ein bisschen witzig, seine Moral über Bord zu werfen. Hier, Köcher, Armbrust, nimm noch mit. Ach, was? Dark hier im Turm. Was? Na gut, nehme ich für dich mit. Falls du noch eine Armbrust findest. Falls du die einem Toten abnimmst. Die blende ich wahrscheinlich immer aus. Eigentlich sollten wir eine Außenverteidigung machen hier bei dem Hof, oder? Was, bei welchem? Bei dem hier? Ja. Warum? Achso, bei dem. Wir brauchen den absoluten Überraschungsmoment eigentlich mit den Pistolen. Hast recht. Ich nehme dir trotzdem nochmal schnell den Armbrustköcher mit. Na, okay. Oben an der Garage. Was auch gut wäre, in einem Haus zu verstecken, wo alle Türen offen sind, es gelootet ausschaut. Ja, aber wir können uns den Jeep noch hier so hinfahren, dass hier nichts hochkommt. Das wäre vielleicht unser größter Vorteil. Okay. Findest du nicht? Ja, doch, kannst probieren. Aber wir werden wahrscheinlich nicht rausfallen. Ja, wir auch. Oder hast du Hilfe? Ich hole den Jeep. Habe ich umgepackt, weil ich dachte, wir bleiben im Turm. Achso. Hier, habt ihr gehalten? Also genau da, wo ich vorhin meinte, dass wir an der Mauer stehen sollen. Genau da hätten wir sie voll überraschen können. Zum machen können. Zum machen können. Ich hätte hier gestanden und du da hinten an der Mauer. Nee, ich meine am Hofeingang an der Mauer. Hast du den Köcher noch für mich? Ja. Zeigen sich auch nicht. Will ja jetzt verstecken. Ich meine, wir wissen, dass sie da sind, sie wissen, dass wir da sind. Aber sie wissen nicht, dass wir keine Waffen haben. Wollen wir zu dem Hof hier fahren? Ja, machen wir mit dem Auto. Aber spring nicht über den Balkon runter, bitte. Da ist ein Spieler direkt vor uns auf den. Was? Kannst losfahren. Kannst entspannt losfahren. Kannst ganz entspannt losfahren. Da ist ein Spieler direkt vor uns auf Südwesten, auf den Bergen, ungefähr 500 Meter entfernt. Hat er eben schon gefightet, glaube ich. Hat man nur von der Akustik gehört. Und man hat ihn auch gesehen. Laufen. Welches Haus möchtest du? Ist egal, wir nehmen die Scheune. Alter, das Geballer um uns rum gerade. Du hast mir keine Scheine markiert, oder? Doch, eigentlich schon. Gelb. Da ist keine Scheune, Dani. Was ist denn das? Wird aber ziemlich schräg angezeigt dafür, dass es keine Scheune ist. Guck mal auf die Karte, guck mal genau hin. Wonach sieht das aus? Eine Zweierwäsche.
halt noch so viel Scheiße mit dran geklebt, gell? Für mich sieht das Teil aus wie eine Scheune. Ja, wenn du genau hinguckst, es ist keine Scheune, aber ja, es schaut auf den Bild aus. Gebäude, was so eine Scheinscheune ist, so viele Fahrzeuge eben gesehen. Zwei Jeeps standen da noch mit rum. Halt einfach Pistole? Habe ich nicht. Ich auch nicht. Sollen wir oben oder unten verteidigen? Weiß ich nicht. Ich versuche gerade nur krampfhaft irgendwo irgendwas zu spotten. Das Auto steht vor der Tür, keiner ist so dumm. Wir bleiben oben, zur Not können wir immer noch aus dem Fenster wieder raushüpfen. Ja. Hock mich jetzt auf meine Finger drauf. So, ich lieg jetzt hier und hock auf meinen eigenen Fingern. Wo ist die Katze, wenn man sie braucht? Der Sprung aus den Fenstern ist mal mega behindert. Ja, das Schauen ist ja schwieriger als in allen anderen. Ich hab's eben schon probiert, es geht gut, aber ich mag ihn nicht. Was besser geht, erstmal auf den Sims springen und dann duckend durchlaufen, geht auch. Ich mag den Sprung allgemein nicht, deswegen. Einfach irgendwie übel zu backen. Katze könnt ihr auf die Tastatur legen. Berg. Direkt losfahren, hier irgendwo in die Büsche gehen? Ja, lass machen. Okay, okay. Oder losgehen, ist auch egal. Ja, Auto. Wollen wir mit dem Auto fahren? Ja, machen wir. Das ist aber eins auf dem Berg, was zu uns kommt gerade, ne? Fährt vorbei. Steig ein. Hier links einfach irgendwo auf die Felder. Da wo markiert ist, grob bei gelb irgendwo. Hier vor uns die Büsche, genau, da wo der Stein ist. Da wäre perfekt hier. Hey, raus mit dir! Ich will hier weg. Ey, die sind hier richtig dicht. Fahrzeug. Ich will noch ein Crossbow. Wie bitte? Ich habe immerhin noch ein Crossbow für Reichweiten. Also du bist besser ausgerüstet mit Crossbow und der P18. Du bist Fernkampf und Nahkampf. Ich weiß nicht, wenn mit der 1911 irgendwie alles hinbekommen. Aber dafür habe ich fast 200 Schuss ATP. Ich habe 200 Schuss 9mm, also kann ich ausspammen bis zum Gehen nicht mehr. Ich glaube, das werde ich auch tun, sobald ich den ersten sehe, weil jeder Hit so ist für mich Gold wert. Ja gut, du kriegst im Autofeuer-Modi die Waffe noch ein bisschen besser leer als ich. Mit. Auf Reichweite ist das scheißegal bei der. Ja. Da treffe ich gar nichts. Ja, ich finde, wir stehen hier ziemlich gut. Ja, dann schaffen wir auf jeden Fall nicht zu sterben. Interessant, Spieler laufen auf Südwest 240, sind gerade vom Turm den Hang runtergelaufen.
Wir müssen eigentlich los, gell? Ja, Komm. wieder zurück. Komm, wir Mit laufen. dem, mit dem. Ja, wir laufen, okay. Oh ja, da hinten, ich sehe sie laufen, ja. Ja. Haben die sich jetzt echt gerade Deckung vor uns an den beiden Bäumen gesucht? Wow. Komm auch hoch. Ja, wir müssen hier denen eine Falle stellen, ne? Wir ballern alles um, was sich nähert. Wie sollen wir das denn machen mit den Pistolen? Wir müssen einfach so aggro wirken, als ob wir beide eine Ecke haben. Ja, aber ich kann ja auch keinen meiner Fenster rausschießen, du. Dann tauschen wir das. Warte. Ja, wir tauschen. Ich nehme das hier. Ja, nee, Mann. Der Überraschungsvorteil ist das Beste, was wir hier haben. Dann müssen wir echt die Türen unten offen lassen. Sind alle offen. Okay, ja, dann stellen wir Falle. Echt warten, bis sie hochkommen. Und dann hast du den besten dritten Winkel, dann. Nee, folgendes: Du musst als erster schießen, du machst deine P18 leer, dann pushe ich rein, du lädst nach. Okay. Aber ich lasse sie hier in den Gang kommen, ne? Ja. Ich sehe die aber nicht, wenn sie in den Gang kommen. Du musst mir callen, wenn einer im Gang ist. Ich kann das nicht sehen. Egal aus welchem Weg. Ich kann hier nicht rumgucken. Kannst du mir callen, wenn was im Gang ist? Ja. Gut. Also du machst einfach deine Pistole leer und dann pushe ich los und dann kannst du nochmal nachladen. Dann kriegen wir schon mal auf jeden Fall einen raus. Und dann lassen wir Nate Gritter los. Ich habe einen Molly, sechs Rauchgranaten, vier Blendgranaten. Zwei Hand habe ich. Wir können auch beim Haus Smoke-Granaten dann aus dem Fenster hüpfen und nochmal von neu reingehen. Geht das hier mit dem? Ja, dann machen wir das. Das Aber können wir auch machen. erstmal callst du mir, wenn einer kommt. Ich gehe raus und mach sofort mein Magazin auf den Leer. Ja, easy, Top 10. Behindert. Wir spielen echt wieder auf niedrigem Niveau, das merkt man, ne? Ja. Ja, wir Weißt müssen du? uns bewegen. Ist noch eine Kackhütte mit drin, blau, oben aus dem Fenster. Das? Ja. Die nehmen wir. Der Zulauf auf dieses Ding ist ganz schlecht. Ich bin Lass die drin. Tür einfach, wir lassen die Tür offen. Der Kackhütte fühle ich mich wohler mit der Pistole. Weil es kleiner ist. Mach mal deine Marker weg, bitte. Kampfplan. Laufen rein. Ich lasse mich so halb erschießen, du musst den Kill machen, oder? Naja, es wäre cool, wenn du den ersten ausnockst. Kann ich für den zweiten abdecken. Okay, probieren wir. Das ist echt, ich hab 10 ohne irgendwie eine Waffe abgefeuert zu haben. Hab ich auch selten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich eine Runde habe, dass ich eine M416 im ersten Haus als erstes Ding finde, dann noch gleich mit 90 Schuss. Wir haben drei insgesamt gefunden. Nehme jetzt mal ein Schmerzmittel, ich habe genug von dem Stuff. Unser größter Vorteil ist eh unser Medic-Stuff und unsere Rauchgranaten. Habe mir ein Sprunggeräusch gemacht. Wenn eine Dose kullert davon. Der Gegner bestimmt jetzt hat. Die kann man gar Nee, nicht sehen, glaube ich. doch, die kullern da rum an den Reifenstapel. Können andere Leute die auch sehen? Natürlich. Ne, Wenn ich sie sehen kann. verschwindet gleich, das heißt. Okay. Ein Teil unserer Hütte ist noch mit drin, Dani. Hab ich auch schon gesehen. Ich werde ganz kurz rausgucken. Ja, ich finde, wir sollten hier oben. Es leben noch sechs. Doch, wir sollten hier oben einen Baum besetzen. Wir sollten uns nicht mit dem Rücken. Wir sollten schon mal rausgehen. Gegner vor uns.
Ich hab die Pistole in der Hand. Komm weg, komm weg, komm weg, zieh zurück, zieh zurück. Mist, sind zwei. Zieh zurück, ich muss mich heilen. Ist mich auch. Mein Fehler, ich hatte die Granate in der Hand, es tut mir so leid. Ich denke, das passiert ist. Warte, wo sind sie? Einer pusht grad. Einer ist ausgenockt, Krabbel. Ist der zweite? Kann ich nehmen. Kill. Keinen zweiten sehen. Den zweiten jetzt gleich weg. Warte, der ist dann so ein Loch, ne? Das weißt du. Der ist tot. Nice, ob's den hält. Kommst du dir raus? Hier krabbelt einer im Gras. Wegholen. Kann ich mehr sehen. Vor mir krabbelt auch einer. Ist er raus. Letzter ist vor mir. Auf Osten. Irgendwo Osten da die Ecke. Aber ich muss mich kurz heilen, ja? Okay, klar. Ich sehe. Warte kurz, lass mich. Ist Alter! Gewonnen. Boah! Was hat der Aim? Oh, richtig nice. Wir haben gewonnen. Ich habe dir gesagt, lass mich zuerst schießen. Okay, egal. Auf mich ziehen. Er hat dich doch schon gesehen gehabt, oder? So, das ist das erste Game, was ich mit einem Crossbow gewonnen habe. Wie viele Kills hast du gemacht? Drei. Ah, nur einen, schön. Okay, das ist hart. Wow. War eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Nee, irgendwie nicht, leider. Du musst echt aufpassen, wenn ich ausgenockt wird und aus viel Medic. Team Medic, ja. Treffen tun sie nicht. Ich habe gegen eine M24 mit dem Crossbow gewonnen. Ja gut, ist eine nette Aufnahme. Soll ich das in meine Bewerbung schreiben, Daniel?